Willkommen im Harz, der perfekte Kurztrip, wenn man eine schöne Herbstwanderung machen möchte oder es etwas gruselig haben möchte. Denn ich bin Mike, Food-Konnoisseur, Geschichtsfreak und Reiseliebhaber. Und in diesem Video erkunden wir den Harz etwas genauer. Das ist wirklich nicht, wie ich mir den Harz vorgestellt habe. Wir tauchen in die Natur mit ihren tiefen Schluchten und mystischen Felserhebungen ein, aber gehen auch den gruseligen Geschichten der Wälder auf den Grund. Wenn ihr in der Halloween-Zeit oder im Herbst hier seid, ist es einfach perfekt, weil es so ein bisschen dieses schaurige Gefühl mitbringt. Nicht nur Hexen und Natur sind hier zu Hause, sondern auch die wunderschönen Städte. Erinnert mich krass an Straßburg, einfach auch wegen Fachwerkhäusern logischerweise, aber auch, weil es ja an jeder Ecke Flammkuchen gibt. Perfekt also für einen Kurztrip übers Wochenende. Hier erfahrt ihr alles, was ihr für euren Herbsturlaub wissen müsst. Das ist schon mal ein richtiges Highlight. So habe ich mir den Harz nicht vorgestellt, so habe ich mir Deutschland auch nicht vorgestellt. Und es ist einfach sehr, sehr, sehr schön. Für mich gehört Quedlinburg jetzt schon zu den schönsten Altstädten Deutschlands. So Leute, wir sind auf dem Hexentanzplatz in Thale. Klingt schon gruselig, ich weiß, sieht jetzt nicht so aus. Ist ja auch noch der Parkplatz. Aber hier soll es Hexenhäuser geben, eine Walpurgisnacht-Halle. Denn die Walpurgisnacht kommt hierher, aber das erkläre ich euch nachher noch. Und einen sehr geilen Aussichtspunkt, das schauen wir uns mal alles ein bisschen an hier. Wie ihr unschwer an der Position der cool liegenden Frau da vorne sehen könnt, es gibt hier eine Sommerrodelbahn, die ziemlich cool aussieht. Werden wir jetzt nicht machen, aber es lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall nicht sehr viel los heute, das ist krass. Eine Fahrt kostet 4 Euro für Erwachsene, eine 6er-Karte sogar nur 20 Euro. Kann man auf jeden Fall easy machen, wenn man hier ist mit Kindern auch. Der Next Step ist das Hexenvillage und hinter mir sieht man sogar den Teufel. Das ist natürlich hier alles ein bisschen wie so ein kleines Mini-Disneyland, also ein kleiner Freizeitpark gefühlt. Die Leute sind hier auch verkleidet zum Teil. Aber warum das hier so ist, ist, weil wir natürlich auf dem Hexentanzplatz sind. Der ist jetzt nicht einfach modern so genannt worden, sondern das ist schon seit Jahrhunderten so. Denn auf dem Brocken oder der Harzregion ist es sehr bekannt für Hexen. Hexenwerk und Co. Man glaubt, dass es alles von wahrscheinlich daher kommt, dass hier früher die Sachsen gelebt haben. Also nicht die Sachsen, die man aus Dresden und Co. kennt, sondern die ethnisch alten Sachsen halt, ne, die in Niedersachsen gelebt haben, daher Niedersachsen. Und die haben hier zum Teil noch gelebt und haben dann ihre vorchristlichen Bäuche hier gemacht haben. Und seit dem 14., 15. Jahrhundert gibt es halt hier auch dann Hexen. Vorher gab es sowas gar nicht, die hier dann halt auf dem Berg tanzen sollen. Und am bekanntesten ist natürlich die Walpurgisnacht. Also bei uns nennt man es natürlich Tanzenden Mai mittlerweile. Die Walpurgisnacht, hier wurde sie wahrscheinlich erfunden, beziehungsweise hier ist die Sage entstanden. Ja, natürlich passend für die Walpurgisnacht, aber auch eben für Halloween. Ne? Also wenn ihr in der Halloween-Zeit oder im Herbst hier seid, ist es einfach perfekt, weil es so ein bisschen dieses schaurige Gefühl mitbringt. Aber natürlich lohnt sich ein Trip auch zu anderen Jahreszeiten. Immerhin kostet das Hexendorf keinen Eintritt. Überraschenderweise ist die Essensauswahl hier richtig groß. Also die haben dann Burger, es gibt Bagel. Und alles sieht richtig gut aus. Also wenn man hier Hunger hat, kann man auf jeden Fall noch was essen. Und es ist jetzt auch nicht zu teuer. 6 Euro für einen Bagel, finde ich, ist mittlerweile leider schon okay. Gerade für Trips mit Kindern lohnt es sich. Die haben hier nochmal mehr zu sehen und viel zu erleben. Aber jetzt wird es Zeit, die Natur des Hexenschauplatzes zu bewundern. Wir sind natürlich hier oben nicht nur wegen den Hexen, sondern auch wegen den Aussichtspunkten. Das Krasse ist, weil wir natürlich hier im Harz sind. Das ist ja das höchste Gebirge in Norddeutschland. Mit dem Brocken, dem höchsten Berg hier. Und deswegen gibt es hier natürlich auch eine Seilbahn, die hier hochfährt. Mega cool. Und einen Aussichtspunkt. Und da gucken wir jetzt mal ein bisschen runter. Das ist eine atemberaubende Aussicht. Das ist so ein bisschen der größte Canyon Norddeutschlands. Hier sieht man diese richtig schönen Felsen. Und es geht richtig tief runter da unten. Ganz am Ende sieht man Thale, ne? Da fährt die Seilbahn auch hin. Man kann das richtig genießen hier. Und ein bisschen auch die Ruhe. Es ist nicht zu voll hier, es sind nur ein paar Leute da. Man sieht im Hintergrund auch noch mehr Berge. Und da hinten gibt es noch einen anderen Aussichtspunkt, auf den man hochklettern kann. Ich glaube, da gehen wir nicht hin, weil wir mit Kinderwagen da sind. Ne? Der Kleine ist ja jetzt neu bei uns, bei den Trips dabei. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Das ist schon mal ein richtiges Highlight.
Ihr merkt also, unsere Trips werden sich in Zukunft etwas anpassen. Mit Nachwuchs müssen wir etwas langsamer vorangehen. Aber keine Angst, wir zeigen euch alle Highlights, wie immer. Ach, und auf Instagram seht ihr natürlich noch mehr Eindrücke. Da vor allem in meinen Stories. Sagt, dass der Hexenbruch wahrscheinlich von den Sachsen kommt. Und hier ist der Sachsenwall, also ein Wall, den die Sachsen gebaut haben, um einen ihrer Fluchtburgen zu verteidigen. Wahrscheinlich ist er schon 400 vor Christus gemacht worden. Die Sachsen wurden ja dann irgendwann im 10. Jahrhundert, also 900 irgendwas, von Karl dem Großen besiegt. Also Widukind wurde besiegt von Karl dem Großen. Und das war sozusagen das Ende der Sachsen, da wurden die auch christianisiert. Aber bis vorher war das wahrscheinlich hier sogar eine Kultstätte. Es gibt hier einen Opferstein, der hier gefunden wurde. Und das passt alles so ein bisschen rein, dass wahrscheinlich es so war, dass die Sachsen, die hier noch gelebt haben und schon von Frankenreich eingenommen waren, dass die sich verkleidet haben, um sich hier reinschleichen zu können, um trotzdem noch ihre Bräuche abführen zu können, ihre Bräuche halten zu können. Und daher kommen vielleicht sogar die Legenden von Hexen und Co., auch wenn Hexen generell, also die auf Besen mit Nase und Co., erst im Mittelalter entstanden sind und auch kurz danach die Hexenjagd kam, die Hexenverfolgung. Aber ja, was hier übrigens auch oben war, wofür es bekannt ist, der Hexentanzplatz, ist auch aus Faust, also von Goethe, der dann natürlich die Walpurgisnacht schon mitgebracht hat, hier reingebracht hat und so ein bisschen diesen mystischen Hintergrund noch ein bisschen bestärkt hat. Ne? Und deswegen gibt es hier auch die Walpurgishalle mit krassen Bildern, die auch teilweise Szenen aus Faust zeigen sollen. Auch wenn nur 2 Euro eintritt, habe ich mir die gespart. Denn ich bin lieber den super kurzen, holprigen Weg hoch zum Aussichtspunkt. Von da soll man den perfekten Blick über den Canyon haben. Der zweite Viewpoint ist super leicht zu erreichen. Das ist nur irgendwie 15 Meter, wo man kurz hochgehen muss. Dann hat man noch eine viel bessere Aussicht, weil auf der einen Seite hat man Tale. Dann sieht man auf der anderen Seite die Seilbahn von der Seite. Und vor allen Dingen kann man noch viel tiefer in diesen Canyon reinschauen. Und es fühlt sich echt wie einer von diesen Canyons in Nordamerika an oder irgendwo ganz woanders. Also das ist wirklich nicht, wie ich mir den Harz vorgestellt habe. The view is breathtaking. Endlich wieder Natur. Das hat mir auf meinen letzten Trips nach New York und Budapest doch gefehlt. Deswegen hier das Fazit für den Hexentanzplatz. Lohnt sich auf jeden Fall. Die Aussicht ist einfach schon mega schön. Dann dieses ganze Ding hier um diese Walpurgisnacht ist natürlich so ein bisschen touristisch hier. Ne? Aber ist trotzdem cool, kann man sich mal anschauen. Kostet ja auch keinen Eintritt. Das Essen oben, wie gesagt, nicht zu teuer. Die Walpurgisnacht-Halle da würde 2 Euro kosten. Was habe ich gesagt? 4 Euro für die Bobbahn, 6 Euro für die Seilbahn. Sind auf jeden Fall Preise, die ganz okay sind, finde ich am Ende. Und hier gibt es auch einen riesigen Spielplatz für Kinder. Ist auf jeden Fall was für Familien. Man sieht einfach mal diese schöne Aussicht und hat einfach einen ganz anderen Blick auf den Harz, den ich vorher so noch nie hatte. Jetzt geht es aber weiter, denn wir werden jetzt in unser Airbnb gehen. Das haben wir mitten in der Stadt, in der vielleicht schönsten Stadt Deutschlands. Zumindest eine der schönsten Städte Deutschlands soll das sein. Sehen wir gleich. So, wir sind im Airbnb angekommen. Ich habe euch ja ein krasses Airbnb versprochen. Hier hinter mir wird hier übrigens direkt das Rathaus. Also wir sind mitten in der Innenstadt. Und jetzt das Airbnb selbst. Hier ist ein Durchgang, weil wir haben hier unser Wohnzimmer. Dann ist da ein Schlafzimmer. Dann haben wir ein zweites Schlafzimmer. Wir haben eine richtig geile Küche, ein großes Badezimmer. Theoretisch gibt es hier sogar ein Kinderzimmer, dass man sozusagen mitnutzen kann. Dafür ist unser aber noch viel zu klein. Und wie gesagt, wir sind mitten in der Innenstadt. Parken geht natürlich nicht so einfach hier, weil das ist eine Fußgängerzone. Aber wir haben einen Parkplatz 300 Meter weiter in so einer Seitengasse gefunden. Mega schön. Ja, was soll ich sagen? Das Airbnb ist mega geil, aber auch jetzt nicht so teuer am Ende, weil wir auch sehr spontan gebucht haben. Ich zeige euch noch ein paar Highlights hiervon. Übrigens ganz interessant ist, hinter mir sieht man ja dieses kleine Fenster. Da sieht man die Krönungsszene von Heinrich I., der teilweise als erster König Deutschlands, der erste deutsche König bezeichnet wurde. Passt aber nicht, war nicht Otto der Erste, sein Sohn. Und die Krönung war eigentlich auch nicht hier, die war in Fritzlar. Also passt eigentlich gar nichts auf dem Bild in die Richtung. Aber er wurde trotzdem hier beerdigt. Und es war eine Königspfalz, das heißt viele Könige, Otto der Erste, Otto der Zweite und Co. waren hier, teilweise auch Kaiser, und haben Ostern gefeiert hier. Und deswegen gucken wir uns jetzt mal die Stadt an. Das Besondere an Quedlinburg ist auch, dass es über 2100 Fachwerkhäuser hier gibt. Und das aus einer Zeitspanne von 800 Jahren. Das heißt, man sieht hier auch verschiedene Baustile von Fachwerkhäusern und verschiedene kleine Gassen.
Das Haus zum Beispiel hier ist von 1514 direkt. Einfach Geschichte pur. Ich bin hier am Marktplatz. Hier sieht man auch dieses schöne Renaissance-Rathaus, das mit den Blumen verhangen ist. Und daneben ist der Roland. Der Roland, eine Figur, die gerade in Norddeutschland, aber auch in slawischen Ländern noch teilweise benutzt wurde, um so ein Zeichen zu setzen. Das ist eine freie Stadt. Hier durfte freier Handel betrieben werden. Das schon im Mittelalter. Die Stadt wurde das erste Mal 900 erwähnt. Wie gesagt, ne, Heinrich I. war hier, Otto der Große war hier. Und es ist einfach eine sehr, sehr, sehr schöne Altstadt und die ist vor allen Dingen recht groß. Also es ist nicht nur einfach so ein Marktplatz, so wie man es teilweise kennt von Altstädten, sondern es ist sehr verwinkelt, es gibt sehr viele Seitengassen und alles ist alt geblieben. Sie gehört auf jeden Fall zu den schönsten Altstädten, die es in Deutschland noch so gibt. Vergleichbar vielleicht mit Rothenburg ob der Tauber. Es gibt echt wenige Städte, die das alte Deutschland der Vorkriegszeit so gut präsentieren. Und normalerweise findet man die irgendwie nur weiter südlich. Aber hier im Harz gibt es noch wirklich genug davon. Die meisten Travel-Vlogs, meine ich eigentlich auch, sehen immer nach Perfektion aus, beziehungsweise nach, sieht immer so aus, als wäre alles geil. Gehört natürlich aber auch zu, dass es eben nicht so geile Momente gibt, so wie so ein krasser Regeneinbruch, den wir jetzt gerade hatten, der vielleicht den Tag schon beendet, oder auch der Kleine, der ab und zu mal schreit und dann nicht mehr weiter möchte. Das aber nur als Randnotiz, denn ihr seid ja hier, um mehr über den Harz und seine Schönheit zu erfahren. Deswegen gleich weiter. Über der Stadt thront ja so ein bisschen das Schloss, glaube ich. Zumindest eine riesige Kirche. Aber wenn man dann halt sich vom Rathausplatz weiter weg entfernt und Richtung dieser Kirche geht, dann kommt man durch solche engen, verwinkelten Gassen, die immer weiter hochführen, wo dann einige edle Restaurants sind und sowas. Man kann sich so richtig vorstellen, wie Leute hier schon im 16., 17. Jahrhundert genau so gelebt haben. Einige Häuser natürlich ein bisschen jünger, andere älter. Aber der Stil ist trotzdem so richtig ähnlich und auch wo die Häuser gebaut sind, super cool. Das alte Gebäude hier wollte ich schon sagen, aber es sind ja alles alte Gebäude hier. Ne? Aber dieses schöne, pflanzenbewobene Gebäude und hier diese Ecke hier ist der Finkenherd. Und hier soll sagenumwobenerweise Heinrich I. Die Krone Deutschlands, also des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, damals hieß es auch noch anders, angeboten worden sein sollen, aber das ist nie bestätigt worden. Man weiß ja, dass sie ganz woanders gegeben wurde, also er wurde ganz woanders gekrönt, aber hier soll ihm sie zumindest angeboten worden sein. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte und das Geile ist, den Ort gibt es halt auf jeden Fall wirklich noch und das ist auf jeden Fall cool daran. Ne? Im 9., 10. Jahrhundert war hier wer und die Straße gibt es noch. Gerade am Anstieg wird es immer enger und verwinkelter. Und dann mit einmal... Wirklich direkt an diesem Schloss ist noch so ein Platz mit Cafés, die sehr schön sind. Und ein Café soll richtig geilen Käsekuchen haben. Die haben jetzt aber schon zu. Das werden wir uns dann morgen mal anschauen. Kleiner Spoiler, hierhin haben wir es nicht noch einmal geschafft. Aber auch ohne Käsekuchen ist dieser Platz sehenswert. Da hier auch ein Darmstift ist, beziehungsweise ein Darmstift war, glaube ich nur, gibt es hier auch richtig krasse Domschätze, die man sich auch angucken kann. Auch eine alte Krone und sowas, mega geil. Wir werden aber nicht reingehen, weil kostet Geld und man darf eh nicht drin filmen. Aber ich habe hier mal von draußen ein bisschen was gefilmt. Das sieht ganz geil aus. Und jetzt gehen wir noch diese Fachwerkhausstraße entlang, die direkt hoch zu dem Stift da oben führt. Das ist einfach so schön hier. Für mich gehört Quedlinburg jetzt schon zu den schönsten Altstädten Deutschlands, einfach weil es nicht so überfüllt ist. Ich weiß nicht, wenn ihr schon mal in Rothenburg ob der Tauber wart, da sind einfach Touristentruppen en masse. Kann natürlich sein, ob es jetzt am Tag, wir sind jetzt hier an einem Donnerstag, weil es auch nicht gutes Wetter jetzt gerade ist. Aber es ist super ruhig, niemand außer uns hier, es fühlt sich super an. Eigentlich wollten wir noch hoch zum Stift. Das geht aber nur über eine Treppe momentan und das können wir mit dem Kinderwagen nicht. Ich war aber schon mal da oben und es ist wirklich wunderschön. Ich bin jetzt aber den Tag für heute hier. Wir gehen jetzt zu Hause was essen. Wir haben ein bisschen was zum Kochen mitgebracht. So kann man den Abend ausklingen lassen. Schön Nudeln mit Pfifferlingssoße, von der Schwiegermutter gemacht. Den Kleinen rumtragen, einfach ein bisschen den Abend genießen hier. Lecker. Morgen gehen wir aber essen, versprochen, weil ich will euch noch zeigen, was die Region zu essen bieten hat. Denn interessanterweise haben wir arschviel Flammkuchen gesehen. Generell ist die Stadt ja so ein bisschen wie Straßburg, aber dazu dann morgen mehr morgen. Meine Empfehlung, schaut euch das Darmstift noch an oder geht auf den Münzberg nebenan. Hab zwar kein Footage, aber war schon mal hier und es ist eine sehr schöne Aussicht. So,
Jetzt aber Tag 2, denn der Harz hat noch so viel mehr zu bieten. Leute, wir sind im Samuka-Café. Die machen ihren eigenen Kaffee, die rösten selbst. Hinter mir an der Maschine. Vorher war es richtig laut, ich zeige euch das mal nebenbei. Natalia hat einen richtig leckeren Kaffee bekommen, sagt sie. Mit so einer richtig schönen Maschine. Die haben ja hier alle möglichen Kaffeebohnen. Rösten den selbst, super krass. Also wenn ihr Kaffeeliebhaber seid, seid ihr hier richtig. Bin ich hier nicht. Ich habe mir was anderes geholt. Aber die haben auch leckeres Frühstück, einen Bagel. Und da bin ich gespannt drauf. Das Frühstück selbst war ganz okay. Der Bagel hat mich jetzt nicht aus den Socken gehauen, ne? Aber es war ein leckerer Bagel, hat am Ende auch nur 5 Euro gekostet. Das andere Frühstück war auch ganz okay. Man geht immer natürlich wegen dem Kaffee hin, ne? Auch vor allen Dingen, weil er ja frisch geröstet wird, hat man diese Röstaromen in der Nase. Und ich mag ja keinen Kaffee, aber die Röstaromen sind schon geil. Der Smoothie war auch ganz gut. Teuer war es am Ende nicht. Und das Coole ist, es ist auch ein inklusives Café, heißt, ne? Da arbeiten Leute mit Behinderung. Und das finde ich sehr cool. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt geht's aber weiter. Mal schauen, was der Harz noch so zu bieten hat. Wir sind jetzt in Timmerode an der ersten Teufelsmauer. Ich habe euch ja gestern schon gesagt, na, hier ist sehr viel um Sagen. Wenn man in der Gegend um den Harz rumgeht, sieht man Teufelsschluchten, Teufelslöcher und eben Teufelsmauern. Das sind Erhebungen. Der Legende nach haben sich Gott und der Teufel hier getroffen und haben gesagt, all das Land, was du in der Nacht umrunden kannst, mit einer Mauer umziehen kannst, das gehört dir bis zum ersten Hahnschrei. Und eine Frau aus Timmerode ist nachts mit ihrem Hahn unterwegs gewesen, was man eben so nachts macht, ne? Ist gestolpert. Der Hahn hat gekreischt und der Teufel war so sauer, dass er die Wand wieder eingerissen hat, weil er dachte, seine Zeit ist rum und ein Teil der Wand ist noch da. Und dieser Teil der Wand nennt sich auch Hamburger Wappen, weil es aussieht wie das Hamburger Wappen anscheinend. Und da wandern wir jetzt mal hin. Ich habe den Kleinen hier dabei. Auf geht's. Highlight 1. Das war hier echt nicht leicht zu finden. Kaum ausgeschildert. Heißt also auch, wenig Touristen und mehr Wanderliebhaber. Die Wanderung zum Hamburger Wappen ist nämlich leider 1 Kilometer. Generell im Harz gibt es natürlich richtig viele Wandertouren. Ne? Also man kann hier quer durch den Harz wandern. Also Märchentouren und sowas machen richtig cool. Man kann auch hier noch richtig weiter zum Großvaterfelsen und Co. Aber wir wollten uns nur das hier anschauen. Und das sieht mega schön aus. Diese Teufelsmauern, also ne, diese Felsvorsprünge gibt es hier überall. Und ähnlich wie gestern bei der Schlucht, die wir gesehen haben, soll ich mir den Harz nicht vorgestellt? Soll ich mir Deutschland auch nicht vorgestellt? Das sind immer für mich so die Ami-Nationalparks, so wie Yosemite und Co. Übrigens, falls ihr meine Nationalpark-Videos sehen wollt, die könnt ihr hier oben gucken. Ne? Aber wir schauen uns jetzt ein bisschen hier um und genießen das ein bisschen mit dem Kleinen. Richtig schön. Talia freut sich auch. Und hier ist sogar noch eine Höhle mit bei. Wie geil ist das denn? Wer sich jetzt übrigens bei diesen Einritzungen in die Mauern denkt, oh, das haben jetzt irgendwelche Teenager die letzten Jahre gemacht. Stimmt. Aber wahrscheinlich auch schon Teenager die letzten 200, 300 Jahre. Also es gibt hier auf jeden Fall Beweise, ich weiß nicht, ob es hier ist oder woanders, an einem anderen Felsen, wo Steinmetze schon im 15., 16. Jahrhundert ihre Initialen eingeritzt haben und sozusagen verunglimpft haben. Also mega geil. Lohnt sich auf jeden Fall schon mal dieser Felsen. Das ist richtig schön. Wenn man auf den Felsen nebenan klettert, hat man eine ganz große Aussicht auf das Harzvorland, wo es einfach nur flach ist. I didn't expect it at all. Und dank der kurzen Wanderung auch perfekt mit Nachwuchs. Und man kann sie beliebig verlängern, also für jeden was dabei. Aber jetzt schauen wir uns noch einen altertümlichen Ort an. Wir sind jetzt in Wernigerode. Denn nicht nur Quedlinburg ist eine schöne Stadt im Harz, hier gibt es unendlich viele. Wir haben uns für Wernigerode entschieden, weil es relativ nah ist an den Punkten, an denen wir sind. Ne? Der Harz ist ja relativ groß, führt von Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Co. Hier oben gibt es noch ein Schloss, auf das man theoretisch hoch kann. Keine Ahnung, ob wir das schauen, das ist aber auf jeden Fall weit weg. Die Schmalspurbahn fährt hier durch und selbst nennt sich die Stadt die bunteste Stadt, weil die ganzen Häuser, die Fachwerkhäuser in verschiedenen Farben hier sind. Und ähnlich wie Quedlinburg eben sehr viele Fachwerkhäuser hier sind und es eine wunderschöne Altstadt hat. Generell ist es überraschend, wie viele Häuser noch erhalten sind, diese alten Häuser, weil wenn man in andere Städte geht, weiter in Westen oder weiter in Osten, die wurden hier im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört. Wernigerode
wurde auch relativ gut zerstört. Immerhin war hier auch ein Außenlager vom KZ und Co., also gab es hier auf jeden Fall mehr Angriffspunkte als in anderen Städten in den Harz. Dennoch sind hier super viele alte Gebäude erhalten bzw. dann wieder restauriert worden. Das finde ich richtig schön. Wir sehen von außen so richtig alt, teilweise aus Holz, so wie das Gebäude hinter mir und innen natürlich dann irgendwas Modernes da drin. Während einige Fachwerkhäuser relativ neu aussehen, das zum Beispiel hinter mir ist von 1580, war ein ehemaliges Handwerkerhaus der Spätrenaissance. Richtig cool, dass man auch hier wieder die verschiedenen Arten von Fachwerkhäusern kennt, sieht und erkennt. Ich dachte immer, es gibt nur eine Art. Ne? Fachwerkhaus ist das mit Holz und Weiß. Aber es gibt eben sehr viele verschiedene Arten, teilweise schöne ausgeschmückt und Co. Und das sieht man hier. Obwohl Quedlinburg ja eigentlich schöner ist als Wernigerode, zumindest wenn man auf die Weltkulturerbe-Liste schaut, ist hier deutlich viel mehr los. Also hier ist es viel touristischer, jetzt auch nicht zu übertrieben, aber schon deutlich mehr. Liegt vielleicht dran, weil hier ja auch diese Schmalspurbahn, also diese alte Lok, die zum Brockenhof fährt, durchfährt. Und die kann man von hier nehmen. Das ist ja so eins der Highlights. Das machen wir jetzt hier nicht. Wie gesagt, wenn ihr hier im Harz seid, ihr könnt ja viel mehr Zeit verbringen, richtig große Wandertouren machen, auf dem Brocken hoch und noch viel, viel mehr. Natur pur. Wir machen ja nur einen kurzen Einblick, um sich auf einen kleinen Kurztrip zu machen, ne? Und ob sich das auch lohnt. Highlight hier in Wernigerode bzw. im Zentrum ist natürlich das Rathaus mit dem alten Marktplatz drumherum. Typisch mittelalterlicher Marktplatz. Und das Rathaus ist sehr schön. Hat nochmal einen schöneren Einblick als das von Quedlinburg, finde ich. Quedlinburg ist ja zwar cool mit den ganzen Pflanzen drum, aber das hier hat so einen kleinen, so ein bisschen aus wie so eine Mini-Burg. Und mit dem alten Brunnen davor, mega. Die ganzen Details im Gebäude sind hier auch schön. Krass ist, dass der Ratskeller teilweise aus dem 13. Jahrhundert ist und damit eines der ältesten Rathäuser wahrscheinlich so ist. Und das Main-Gebäude aus dem 15. Jahrhundert, also 1450 rum ist. Wie alt das einfach ist. Und übrigens natürlich, der war eh überall, Goethe war natürlich hier. Ne? Also deswegen auch Faust spielt ja in der Gegend, hatte ich ja schon vorher gesagt. Den findet man echt überall. Ich muss sagen, sowohl Quedlinburg als auch Wernigerode erinnern mich krass an Straßburg. Einfach auch wegen Fachwerkhäusern logischerweise. Aber auch, weil es ja an jeder Ecke Flammkuchen gibt. Flammkuchen ist hier überall, das ist ja eigentlich eine Elsässer Spezialität, anscheinend auch eine Harzer Spezialität. Ich dachte, Harzer Spezialitäten wären eigentlich nur so Senf und Harzer Roller. Aber wir werden jetzt keinen Flammkuchen essen, aber Kuchen. Jetzt geht es mir nicht zeitig, langsam schmacht. Schöne Bilder, oder? Ist ein süßes kleines Café. Der Kuchen war jetzt nicht das Besonderste der Welt, aber es ist geführt von so einem netten alten Ehepaar. Es ist ein kleiner süßer Laden. Heute Morgen war ja eine Kaffeerösterei. Jetzt war es ein Teehaus eigentlich. Die haben so viele Teesorten. Wenn ihr Tee mögt, ist das genau was für euch. Es war eine gute Stärkung. Jetzt gucken wir uns noch ein bisschen die Stadt an. Ja, das ist das kleinste Haus in Wernigerode. Interessanterweise hat hier jemand noch bis 1976 gelebt. Im 16. Jahrhundert ist es gebaut worden. Normalerweise haben das halt Schuhmacher oder so Tuchmacher bewohnt, ne? Die nicht so viel Platz gebraucht haben. Ansonsten könnt ihr euch hier noch das Schieferhaus angucken, das mittlerweile ein Museum ist. Oder halt die Schlossmauer und hoch zum Schloss. Werden wir nicht machen, weil da muss man wieder über Treppen gehen. Das Interessante an dem Schloss ist, dass es nicht nur einfach ein Schloss ist, sondern immer noch so eingerichtet ist, wie es im 18. und 19. Jahrhundert war. Heißt, die meisten Schlösser, wenn ihr die seht, sind die einfach leer von innen. Und hier könnt ihr dann mal sehen, wie es von innen aussieht, wie es damals von innen aussah. Auch super interessant. Also gönnt euch das, wenn ihr mehr Zeit habt und Treppen steigen könnt. Generell hat die Gegend viele Schlösser. Für Burgenfans also genau das Richtige. Ich markiere wieder alle Orte, die ich gesehen habe oder sehen wollte auf Google Maps und packe euch das in die Beschreibung. Auch den letzten Ort jetzt, den wir uns im Harz anschauen werden. So, zum Schluss sind wir jetzt noch in Treseburg. Das ist ein kleines Dörfchen, wo damals die Bergbauer zum Teil gewohnt haben. Als hier Bergbau noch sehr aktiv war. Und das soll sehr schön sein. Das schauen wir uns ein bisschen an. Wie gesagt, Treseburg war ein Zechendorf. Schon im Mittelalter haben wir hier in den Zechen gearbeitet. Und teilweise wurden hier auch schon alte Zechen aus dem 7. und 8. Jahrhundert gefunden. Man denkt immer, das ist was Modernes. Aber logischerweise brauchten sie ja damals schon Erze. Vor Mittelalter, im Mittelalter. Bekannt ist Treseburg aber auch wegen den drei Villen hier, die auf der anderen Seite des Flusses sind, der Bode, wo man mit Auto nicht drüber kommt, weil hier einfach keine Straße entlang führt, wie es bzw. unter Wasser ist, sondern nur eine kleine Brücke. Und diese Villen sind sehr schön und es ist super idyllisch und ruhig hier. Man kann das richtig genießen,
Das ist noch ein schönes Highlight. Ne? Wir haben heute Felsen gesehen, wir haben eine neue schöne Stadt gesehen, noch solche idyllischen Villen. Und das ist so ein bisschen, was den Harz auszeichnet. Und deswegen genieße ich den Harz so. Aber zum Schluss geht's nochmal nach Quedlinburg. Essen. So Leute, wir sind jetzt am Boulevardcafé am Marktplatz. Ich habe es mir anders vorgestellt. Wir wollten eigentlich zu Himmel und Hölle. Die haben sehr geile Flammkuchen. Die waren ausgebucht. Dann wollten wir zur Münzberger Klause. Da gibt es richtig geiles deutsches Essen. Die waren ausgebucht. Dann wollten wir zu Le Feu, so eine Flammkuchenkette, wo man auch All-You-Can-Eat-Flammkuchen machen kann. Große Empfehlung. Auch ausgebucht. Jetzt sind wir am Boulevardcafé mitten in der Innenstadt. Ist eigentlich ein Café, wo es sehr leckeren Kuchen gibt. Die haben aber auch Flammkuchen. Und ich habe ja gedacht, zum Abschluss noch mal was Leckeres von hier. Also Flammkuchen. Flammkuchen war jetzt okay. Mit 10 Euro, aber echt nicht billig für die kleine Größe. Es gibt wahrscheinlich viel bessere Flammkuchenplätze hier. War jetzt auch notgedrungen. Das war's aber auch schon von unserem Video. Wir werden morgen früh ganz früh nach Hause fahren wahrscheinlich. Falls nicht, seht ihr nachher noch was. Aber ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, ich habe gesagt, der Harz hat einiges zu bieten. Ne? Ob es ein bisschen gruselig sein soll, dann hat man die Walpurgis-Sachen und all sowas. Hexensachen. Herbstlich, man kann hier super wandern. Wir haben ja nun diese Mini-Wanderung gemacht. Das war schon wunderschön. Hier gibt es sehr viele Sachen, die man testen kann. Essen war jetzt für uns nicht so geil. Aber dafür kommt man auch nicht unbedingt hier hin. Hier kann man, glaube ich, sehr viel herzhafte deutsche Küche haben, wenn man das mag. Genau, wandern und Sachen anschauen. Es ist einfach schön, mal wieder in der Natur gewesen zu sein. Haut da rein, bis zum nächsten Mal.